Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Heute flüchten wir mit unserem Kollegen, unserem Bruder, der mit uns hier gerade im Busch ist, zusammen mit einer Leiche. Er hört sich vielleicht ein bisschen nach einem Fetisch an, aber so ist es tatsächlich nicht gewollt. So. Vielleicht schaffen wir es in den Busch. Jawohl. Dann nehmen wir den hier nämlich mit. Aber ich meine, ich habe nur Pfeile am Start, ne? Okay, den kann ich aber easy erwürgen. Unentdeckt drei Wachen töten. Ich bin gut heute. Heute läuft's. Der König persönlich, hier in Boston. Macht mich nervös. Das ist unsere Chance, uns vor ihm hervorzutun. Das macht mich sehr nervös. Shit, shit, shit. Da ist er. Na gut, egal. Ich hab's trotzdem geschafft. Höchst unzureichend. Du holst dein Schwert raus, der Arsch. Hoppla, ich bin doch hier, Freundchen. Jetzt zieh dich. Ach Gott. Ah, ich hab ein Schwert. Was sagst du denn dazu? Oh. Okay. Das ist eine Antwort drauf. Na kommt. Ich kann ihn nicht verfehlen. Tja, du kannst mich wirklich nicht verfehlen, aber du hast jemand anderen getroffen. Ja, und musst du aber leben. So, weg mit deiner Waffe. So. Fehlst nur noch du, ne? Und das Schwert kann ich behalten. Jawohl. Ich kann das Schwert behalten. Sehr schön. Okay. Mein Kollege hat noch Hälfte an Leben. Meine Fresse, du bist kein Stück tanky. Und ich vermute mal, wir müssen da hoch. So. Unentdeckt drei Wachen. Ich habe keine versteckte Klinge, ne? YOLO! Dein Leben ist aus! Lass dir nicht entkommen! Wo ist meine Waffe hin? Die haben mir meine Waffe wieder weggenommen. Die Schweine. Gefängnisausbruch. Moment. Diese Episode heißt der Verrat. Oh mein Gott! Die haben mich mit Absicht mit ihm hier alleine gelassen. Der gehört zu denen. Was ist das? Das ist der Weidentee. Ah. Warum kannst du dich so bewegen? Du warst auf einer Seelenreise. Ja. Was hast du vor? Wenn wir Washington besiegen wollen, werde ich die Kraft der Tiergeister brauchen. Nein. Ich widersetzte mich, Mutter, um auf die Reise zu gehen. Es ist zu gefährlich. Wir haben keine Wahl. Aber du bringst dich grundlos in Gefahr. Selbst mit der Hilfe des Wolfes wurde ich gefangen genommen. Du verstehst das nicht. Auf jeder Reise kann man einem neuen Tiergeist begegnen. Warte. Bei jeder Reise besteht die Gefahr, sich zu verlieren. Ich kenne das Risiko. Und ich mache die Reise. Zur Zeit für ein neues Tierchen. Hoffentlich tut unser Freund nichts Blödes, wenn wir weg sind. Übrigens, ja, ich weiß. Ich meine, ich hab's schon wieder vergessen. Ich bin ein kleines Dusselchen. So, wir können Viren einsammeln. Oder auch nicht. Die Jagd geht weiter. Wir kriegen einen Adler anscheinend. Ich mag diese Sequenz nicht. Okay, ich hoffe, du führst uns irgendwo zum Tiergeist. Das wäre echt cool. Was? Hier ist nichts. WTF, der Vogel verarscht mich. Da ist nichts. Hör nicht mal einen Herzschlag oder so. Gott, ich hasse es jetzt schon. Oh, da hinten leuchtet irgendwas. Ah, ja, klar.
Ich soll da hochklettern. Lol. Ach, das doch gleich, weiß ich. Ich laufe da hier erst im Kreis und da ist einfach nichts. So. Da bist du ja. Komm hier! Optionale Ziele. Alle Eier retten. Ja, die sind da. Was zum Teufel? Was? Sag doch einen Ton! Bitte sie nicht! Ich mach dich kaputt, du kleiner Penner! Ja, verdammt! Da kommt noch einer! Verdammt! Weg damit! So. Oh, Reaktionszeit! Over 9000, Alter. Alle Eier gerettet, Alter. Was willst du denn? Hab ich schon geschafft? Nice! Easy going, Alter. Ja, yeah, jetzt habe ich Kiemen. Ich kann unter Wasser atmen. Um den Adlerflug zu aktivieren, okay. Ach, ich kann. Ah! Cool! Oh, das ist. Oh, wow! Respekt, Ubisoft, das gefällt mir. Das ist besser, als sich unsichtbar zu machen. Der Adlerflug kann während des Sprungs eingesetzt werden. Cool! Das gefällt mir richtig! Endlich mal etwas, was mir gefällt. Ich meine, das unsichtbar machen ist zwar cool und so, aber ja, mehr ist es nicht. Okay, ich glaube, ich habe es verpennt. Ach, komm. Wie schnell soll ich ihn drücken? Einfach instant. So. Wir haben ja auch selbst ein paar Füße, um ein bisschen zu laufen. Wir müssen ja nicht alles mit dem Vogel machen. Geronimo, hä? Wusste ich natürlich. Woher soll ich denn wissen, dass ich da links auf dem Ast muss? Die Astgabel sah so gut aus. Bäh. Okay, auf ein neues. Zweimal drei Adlerflüge in Folge klettern, okay. Soll ich den ganzen Scheiß von Anfang an machen? Du wolltest mich verarschen, oder? Aber diesmal geht's ein bisschen schneller. So. Weiß ja diesmal, wo es lang geht. Auch wenn ich da gerade ein bisschen Angst hatte zu sterben. Übrigens hatte ich gerade den Adlerflug dreimal hintereinander gemacht und was habe ich dafür bekommen? Einen Scheiß habe ich dafür bekommen. Dreimal hintereinander! Das war's doch. Oh, cool. Geht doch. Tschüss. Und jetzt kann ich nicht bewegen. Controller funktioniert noch. Ein Todessprung ausführen. Hui. Allen Hindernissen ausweichen. Ach Gott. Nicht schon wieder. Oh Gott, nein. Das hatten wir doch schon mal. Ich dachte, ich muss das nie wieder tun. Ich muss mich konzentrieren, Long. Ignoriert mein Gejammer. Mach ich immer, wenn ich konzentriert bin. Oh Gott! Okay, für den Arsch. Komm. Wie soll ich denn da ausweichen?
Okay, das war einfach eine pure Dummheit. Ja, freue ich mich, das nochmal zu machen. Ah, cool. Dann muss die ganze Strecke auswendig lernen. Scheiß Archiv mit Jäger Zero. Ist ja auch unfair, dass die Felsen einfach so aufploppen. Ich meine, in der wahren Natur ist das nicht so. Da würde ich das schaffen, irgendwo gegen zu fliegen. Huch. Ja, er ist gegen Felsen geflogen, ohne dass ich was machen konnte. Himmelsweltreise. Ich muss sagen, der Vogel, er gefällt mir sehr. Er erspart sehr, sehr viel Arbeit. Ja, das letzte, komm, kannst du knicken. Yay, Viren sammeln. Kann auch ein Edensplitter sein, ich weiß es nicht. Fühlt mich immer aus wie ein Virus. Ich stehe auf Viren, deswegen sammle ich sie. Wie im echten Leben, ich gehe extra auf Pornoseiten, um Viren zu sammeln. Wer macht das nicht? Radon Hagedan. Blauröcke. Sie haben den Alarm ausgelöst. Hast du einen Geist gesehen? Geht es dir gut? Es ging mir noch nie besser. Ja, das Blöde ist, ich verliere jedes Mal einen Teil meines Verstandes. Setz deine Schulter mal ein! Surprise! Wo hab ich die denn her? Was? Wo hab ich meine Klinge her? Ein paar verrückte Wilde tötet sie, sonst lässt Washingtons köpfen! Oder zumindest mich. Okay, Benny, dich muss ich retten. Halt an! Ich sehe überhaupt nichts! Toll. Die haben mich angelogen, die Entwickler. Die haben gesagt, ich soll das tun. Dann habe ich es getan und das war für den Arsch. Ah, komm. Hau deinen Kollegen. BTF. Um einen Gegner mit einem Adlerattentat zu töten. Ja, danke für die Info. Ich bin schon am Kämpfen. Okay. Dafür habe ich nichts hingekriegt. Dafür beklaue ich dich jetzt. Ich bin gefrustet. Die Info kam zu spät. Ganz ehrlich. Da ist Franklin. Das sind die Wilden. Angriff! Ich nehme die Blauröcke. Du stoppst Franklin. Okay. Danke für deine Unterstützung. Da du jetzt nicht wirklich viel aushältst, nehme ich mal an, du stirbst. Ich meine, der wäre fast gegen einen normalen verreckt, ganz ehrlich. Wir werden ihn hinterherjagen müssen mit dem Ding. Du scheinst sehr beweglich zu sein, mein Freund. Es wird auf jeden Fall sehr schwer, ihn zu fangen. Hallo. Verdammter Bengel, du. Ja, ich warte. Verdammt, Franklin, Mann. Mach jetzt mal keinen Scheiß. Jetzt rennt er ins Haus. Surprise, Motherfucker, Alter. Komm hier. Habe ich nicht dran gedacht. Ich dachte, ich soll ihn befreien. Jetzt habe ich ihn getötet. Hm? Wieder was?
Du? Und wo? Ich... Das verstehe ich nicht. Wer bin ich? Warum hat Arnold gesagt, du könntest mir helfen? Bin ich das? Doch. Das bin ich wirklich. Ich bin wieder ich selbst. Mein Gott, was habe ich getan? Ich habe nichts übrig für solche, die meine Pläne stören. Da kommt er einfach jetzt hier in diese Sequenz rein. Das ist meine Sequenz. Ich hab mich erwischt. Das ist meine Sequenz. Hinfort. Oh, Moment. Ich habe Mitleid für dein Gelüst. War die kaputt? Trick eines Zauberers. Hinfort. Ach, verdammt. Nein! Vor meiner riesigen Macht. Wir machen für die Fehler zweimal hintereinander. Wir warten erstmal ab. Mich erreichst du nicht. Fender, geh raus aus meiner Sequenz. Verbrenne im göttlichen Feuer. Au, oh, okay. BTF. Brenne, elender Köter. Ja, dann lass mich doch in Ruhe. Spüre die Hitze meiner Wut. Okay, ich habe nur den Adler. Sieh das gleißende Licht. Lass dies dein Fleisch versengen. Ich versteh's nicht. Muss ich erstmal näher kommen? Sieh das Licht. Verbrenne im göttlichen Feuer. Schlag ihn doch! Den Wurfs. Wie soll ich den Wurf. Ach so. Lol. Ich hab doch gerade drauf gedrückt. Ganz ehrlich. Jeff. Lass dich dein Fleisch versengen. Was für Magie ist das? Wind. Okay. Flieh! Fliehe, solange du noch kannst! Was? Ich bin geflohen! Was ist hier los? Was? Ich bin geflohen! Flieh! Fliehe, solange du noch kannst! Also. Ich weiß nicht, um dich zu rächen, alles zu töten? Deine Mutter kann dir nicht mehr helfen! Ich wollte dich nur beschützen! Ja und? Ich bin dein Kind! Natürlich widersetze ich mich! Du konntest dein Dorf nicht retten! Du konntest deine Mutter nicht retten! Ja und? Dann kann ich dich umbringen! Alles um dich zerbricht. Alles zerbricht. Alles zerbricht. Okay. Der ist in meine Sequenz reingekommen, der Sack. WTF? Wie kann er es wagen? Das finde ich jetzt ein bisschen unfair. Ich habe mich nur nett mit unterhalten, mit dem Toten. Und der kommt daher und kommt einfach rein und macht Stress. Radon Hagedon. Was ist passiert? Ich hatte ihn. Ich hatte Franklin. Doch Washington. Ich weiß es nicht. Washington? Vielleicht muss ich Franklin nicht aus seinem Gefängnis befreien, sondern von Washingtons Einfluss. Junger Mann, braucht ihr einen Doktor?
Ich habe einen Verbündeten gefunden. Samuel Adams. Oh. Kennen wir uns? Ja. Ja, ich kenne dich. Oh. Du bist der Mann mit dem Wolfsmantel. Ich bewundere dich für deine Taten. Schon seit langem. Wir kämpfen. Doch die Zeiten sind hart. Wir könnten deine Hilfe brauchen. Komm, Radon Hagedon. Wir sollten hier alle verschwinden. Wir kennen einen sicheren Ort. Den Zivilisten vor den Blaurückenwachen retten. Achso, ich bin jetzt in der Stadt und alle hassen mich. Cool. Ich habe keinen Kampf ausgelöst. Achso, ich kann mich gar nicht unsichtbar machen. Ich schieß einfach in der Wildnis rum. Soll ich das denn machen, wenn alle mich hassen? Ich gehe erstmal hier kurz hier hin und rede mit dem Typen. Hat das nötig, dass ich mit ihm rede? Du mich auch, Alter. Du mich auch. Bitte lassen Sie mich dahin teleportieren. Ja. Endlich mal positive Nachrichten, Freunde. Aber diesen Ladescreen verwenden wir, um die Folge zu beenden. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und was? Woher habe ich diese Waffe? Hä? Was ist das für eine Waffe? Hä? Ist das ein Tomahawk? Nee. Ja. Was ist denn das? Ein Stumpf? Okay. Wir haben einen Stumpf. Ich weiß nicht woher, aber dieses DLC soll ja keinen Sinn machen, wie wir wissen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.